Ein Hoch auf uns! Der fünfte Band der Chaosbrüder-Reihe, geschrieben von Sarah Welk. Eine Rezension im Booktube-Shorts-Format von Der siebenjährige Bela und der Kioskbesitzer seines Vertrauens Lolo haben eine Sache gemeinsam. Beide lieben Monsterfiguren. Also die, die man so richtig sammeln und in Glasvitrinen und so weiter stellen kann. Deswegen ist Bela auch völlig aus dem Häuschen, als er beim Kiosk das Werbeplakat für die geplante Monstermesse sieht, die in der Gegend stattfinden soll. Lolo wusste es ja schon. Immerhin hatte er das Plakat dort aufgehängt. Dort soll es dazu einen Wettbewerb geben, dessen Preis das bei Sammlern sehr begehrte und äußerst exklusive Figurenpaar König Ramblutor und Königin Nero Schelma ist. Obwohl Bela und Lolo den Messebesuch kaum erwarten können, muss Bela zuerst noch mit seinem Vater und seinen beiden Brüdern den Besuch beim Zahnarzt überstehen. Eine Routineuntersuchung, die nicht ganz ohne Folgen bleibt. Also, Sarah Welk schafft es auch im fünften Band der Chaosbrüder-Reihe, wieder sehr gekonnt urkomische Alltagssituationen zu kreieren und realistisch darzustellen. Hier werden sich Kinder beim Lesen und Erwachsene beim Vorlesen sicherlich oftmals selbst wiedererkennen. Der einzige kleine Kritikpunkt meinerseits wäre allerdings, dass dieser Band sehr auf den Erzähler der Geschichten Bela bezogen ist und seine anderen beiden Brüder, der ältere Henry und der jüngere Ben, etwas zu kurz kommen. Aber gut, es ist Monstermesse und sowas ist eben Belas Ding. Die kurzen Kapitel und die große sowie serifenlose Schrift machen es Leseanfängern einfach, die Abenteuer der Chaosbrüder zu verfolgen. Optimal ergänzt wird die Geschichte ebenfalls wieder von den brillanten Illustrationen von Alexander von Knorre. Es fällt des Öfteren echt schwer, sich zu entscheiden, was jetzt lustiger ist. Die beschriebene Handlung oder das Bild dazu. Vor allem, wenn es wieder einmal um den kleinen Ben geht, der abhauen will und sein Vater ihn genervt festhalten muss. Alle Hörbuchfans können sich glücklicherweise ebenso auf die ungekürzte Lesung mit Christoph Maria Herbst freuen. Für mich persönlich gibt es einfach niemand Besseres, der oder die dieses Buch hätte einlesen können. Nach nicht allzu langem Grübeln und Überlegen kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass ich und meine Chaosbrüder ein Hoch auf uns einer meiner liebsten Bände der Reihe ist. Eine gelungene Fortsetzung, welche zum Vorlesen ab 5 Jahren und zum Selberlesen ab 8 Jahren geeignet ist. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich als Erwachsener einmal so sehr auf das nächste Buch einer Kinderbuchreihe freuen würde. Für weitere Buchrezensionen klicke jetzt auf eine der Empfehlungen. In diesem Sinne, bleibt gesund und stets literaturtrunken.